rein und die Tür zu. Ich möchte so ein bisschen noch die Podiumsdiskussion einleiten und dann meine Gäste erst begrüßen. Die dürfen sich jetzt noch ein bisschen entspannen. Und zwar haben wir im Vorfeld im Planungsteam oder vor allem auch mit Simon total viel darüber gesprochen. Ne? Was wollen wir jetzt hier eigentlich bewegen? Was bewegen wir auch mit euch? Also sozusagen Insider-Expertinnen-Publikum. Und was macht Sinn? Ne? Oder worüber wollen wir sprechen? Und schnell war klar, oder dass ich so einfach gar keinen Bock mehr hatte auf diese Was ist besser, ne, Groß- oder Klein-Debatte, die man natürlich aus dem Film machen kann. Ne? Und wo ich aber das Gefühl hatte, oder wir das Gefühl hatten, dass es uns jetzt nicht so wahnsinnig weiterbringt als Bewegung. Ne? Wir haben diese Debatten schon total oft geführt. Und es gibt immer noch große und kleine Solawis und das hat auch seine Richtigkeit. Da, wo sie sind, sind sie so gut. Und natürlich gibt es auch da viel zu lernen, aber genau, ne? Es ist ja eigentlich eher die Frage, wie können wir alle nebeneinander bestehen. Und eine Lesart des Films ist ja auch, das klang ja eben schon ein bisschen an, ne? Dass es so ein Abschluss ja auch ist von so einer bestimmten Phase, die wir in dieser Bewegung gemacht haben oder gerade in den letzten Zügen sind. Und eben von dort aus anzuknüpfen. Und vielleicht ist es einfach nochmal gut, so das Bild aufzumachen, oder das wurde ja eben auch schon erwähnt. Als das Kartoffelkombinat 2011 gegründet wurde, gab es gerade so 30 Solawis. Ne? Und die meisten gingen davon auf das Modell Buschberghof zurück. Auch das ist hier nochmal wirklich zu würdigen. Wolfgang Strenz in Person, der wahrscheinlich ganz, ganz viele Infoveranstaltungen in ganz Deutschland bespaßt hat und sozusagen als lebendiger Beweis bei gründenden Solawis vor Ort war, um zu sagen, hey, guckt her, ne, so machen wir es und so funktioniert das und es funktioniert überhaupt. Und den Simon und Daniel so die Legende nach einem Vortrag in München noch in den ICE verfolgt haben und mit ihm bis nach Augsburg gefahren sind, um wirklich alle Antworten oder zumindest die Antworten zu bekommen, die sie in diesem Moment brauchten. Ne? Also auch nochmal diese Würdigung von wo kommt es her und welche Pioniere noch vor der größeren Welle haben das eigentlich möglich gemacht. Und heute sind es eben 500 Solawis, also mit denen, die in Gründung sind. Und das ist natürlich zum einen eben einem gestiegenen Interesse in der Gesellschaft zu verdanken. Ne? Das hat Daniel eben angesprochen, den Film. Aber vielleicht auch ein bisschen, möchte ich uns jetzt auch mal ein bisschen selber feiern, ne? Dass die Bewegung eben auch ein Netzwerk gegründet hat, weil sie gesagt haben, ne, es geht ein bisschen schneller, wenn man irgendwo eine zentrale Stelle hat, die Wissen verteilt und die Vernetzung ermöglicht. Ne? Und das ist jetzt eben auch schon, das Netzwerk wurde dann auch 2011 gegründet. Und das hat eben bestimmt dazu, zu diesem rasanten Aufstieg geführt und hoffentlich. Und wo wir halt heute sind und was der Film ja zeigt, ist eben so eine klassische Solawi-Gründung in diesen 10er-Jahren. Ne? Also man hatte so ein bisschen Vorwissen eben über Buschberghof etc., aber musste ja ganz viel selber machen und neu erfinden in dem Sinne ja auch. Ne? Was ist eine Solawi-Genossenschaft? Und es wurde eben gewerkelt in den Reallaboren und es sind viele Leuchttürme entstanden und und jetzt ist ja irgendwie Zeit, diese Phase zu verlassen. Das sagen ja Maya Göppel, das hat auch Nico Pech gesagt. Es gibt Wissen, Erfahrungen und auch Handbücher, die geschrieben wurden, damit niemand die gleichen Fehler machen muss oder hoffentlich macht. Die sozialen Themen werden uns wahrscheinlich noch ein bisschen erhalten bleiben, wenn wir ehrlich sind. Und gleichzeitig kommen ja neue Herausforderungen im Außen hinzu. Ne? Wir haben die Dichte an Solawis steigt, sodass es eben zu Konkurrenzsituationen kommen kann oder dass es da ja auch so gewisse Sorgen vorgibt. Gleichzeitig ist durch die Energiekrise und die allgemeine Verunsicherung eben nach dem Boom während Corona ist es halt auch wieder so ein bisschen abgeflaut. Ne? Die Wartelisten sind teilweise leer oder leerer als sonst und dieser ewige Strom an Mitgliedern ist eben nicht mehr so sicher. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch zunehmend Extremwetterereignisse, die eben auch Solawis treffen, weil dem Wetter ist ziemlich egal, ne? Was man für eine Wirtschaftsform hat. Und was jetzt eben auch nochmal ganz aktuell durch den Fall von Biotop Oberland, dazu hören wir vielleicht ja später nochmal mehr, einfach nochmal ganz frisch auf den Tisch kam und so gar nicht für heute Abend als großes Thema geplant war, aber wir jetzt eben auch die Zeichen der Zeit lesen und mitnehmen wollen und auch da mal kurz drauf schauen, ne? Wie gehen wir eigentlich als Bewegung auch damit um. Weil wir werden in Zukunft eben noch mehr mit Krisen konfrontiert sein und genau, wie gehen wir mit diesen Krisen um? Und deswegen heißt dieser Abend auch kooperativ in die Krise. Und das aber nicht so als
Weltuntergangsbild, sondern auch so auch hoffentlich mutmachend oder ne, wie schließen wir uns zusammen, damit es ein bisschen leichter wird. Und genau, dazu haben wir jetzt Podiumsgäste hier. Genau, das war fast die schwierigste Aufgabe, diese sehr komplexen Leben dieser sehr tollen Menschen zusammenzufassen, sodass dass das hier nicht den Abend füllt. Genau, ich fange an mit Hanno Böhle. Hanno hat hat Philosophie, Politik und Wirtschaft studiert in England und Halle an der Saale und hat während seinem Masterstudiengang in Halle sich in Leipzig umgeschaut, weil ihm früh klar war, dass er eben genossenschaftlich arbeiten will, war da erstmal thematisch offen und dann hat sie ihn aber in die Landwirtschaft oder zur Solawi verschlagen. Er hat das Gründungsteam der Cola dann kennengelernt, da hat es gefunkt, und sodass er 2019 Teil davon wurde und heute für die Bereiche Büroorganisation, Buchhaltung, Mitgliederkommunikation und die genossenschaftliche Belange zuständig ist. Herzlich willkommen, Hanno. Ja. Dann möchte ich jetzt Wiebke Brinkmann-Reutsch begrüßen. In ihrem ersten Leben war sie als Berater und Projektmanagerin in der Konzernwelt unterwegs. Nach diesem Ausflug wollte sie, so sagt sie selbst, etwas Sinnvolles tun und kehrte 2010 als geschäftsführende Gesellschafterin und Betriebsleiterin auf den elterlichen Betrieb, den Biohof Brinkmann in der Nähe von Bielefeld zurück, den sie seitdem konsequent weiterentwickelt und das mit ihren Geschwistern zusammen. Dazu werden wir auch gleich noch mehr hören zu dem Hof. 2022 gründete sich dann die Solawi Ackervielfalt, oder warst du daran beteiligt, dass sie gegründet wurde? Und ab Oktober wird sie Teilzeit in der Regionalvermarktungsinitiative Lippe als Projektmanagerin unterstützen, um da auch nochmal auf dieser Ebene für die Ernährungswende in der Region das voranzutreiben. Karl Giesecke ist auch da, den habt ihr eben schon im Film gesehen. Er hat Soziologie und Psychologie im Nebenfach studiert, hat seine Diplomarbeit schon über kollektive Betriebsführung geschrieben, damals aber in Argentinien, und 2011 dann die Gemüsekooperative Rote Beete in Leipzig gegründet, in der er bis 2022 mitgearbeitet und gestaltet hat. Seine Forschung auf diesem Feld hat er aber nicht ruhen lassen, sondern hat mit Projekten wie zum Beispiel der Solawi Walz, dem vielleicht einigen bekannt ist, eben auch weiter Forschung betrieben zum Thema Solawi oder kollektive Betriebsführung, hat er 13 Solawis besucht. Und seit Ende 2022 arbeitet er im Projekt Sondierung, Vorbereitung und Umsetzung einer Landesverbandsgründung für die solidarische Landwirtschaft in Sachsen im Verein Allmende Taucher mit und ist darüber hinaus als Berater auch für Solawis tätig. Schön, dass du da bist. Dann, Gesine habt ihr eben, glaube ich, auch schon mal kurz gehört, hat Umweltbildung studiert und ist vielfältig in der Landwirtschaft aktiv, baute in der Solawi Erfurt den Gemüsebaubetrieb mit auf, hat 2021 mit anderen Menschen einen eigenen Hof gegründet in Thüringen, der nebenbei das erste Projekt des Ackersyndikats war. Außerdem ist sie Obstbaumpflegerin, bildet da auch aus, und wenn sie nicht gerade unterm Obstbaum steht, ist sie bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und der jungen ABL aktiv. Und in der ABL Mitteldeutschland im Beirat, dort sind ihre Themen Bodenpolitik, Existenzgründung, Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft. Ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr bereit seid, auf dem Podium zu sitzen. Und genau, ihr dürft gleich auch natürlich zuhören und Fragen stellen. Aber erstmal ich würde gerne mit so einer kleinen Feierrunde einsteigen, weil das ja auch so relativ klassisch ist in unseren, also wahrscheinlich generell in unserer Kultur, aber vielleicht auch bei uns genauso, ne, dass wir halt irgendwie total in diesem Alltagstunnel drin sind und irgendwie mal denken, ne, was ist als nächstes zu tun, was läuft nicht gut, was möchte ich noch besser machen, und dann noch die ganzen Krisen im Nacken. Und deswegen würde ich gerne zuerst eine kleine Runde machen und euch fragen, was ist die eine Sache, über die ihr euch gerade in eurem Solawi-Feld vor allem freut, oder was es erreicht, ja, worüber ihr euch gerade freut. Worüber freue ich mich gerade? Ich glaube, jetzt bevor ich eben auch diese Woche losgefahren bin, seit Mittwoch unterwegs, habe ich auf dem Acker gestanden und hatte eben mit unserer Gärtnerin auch noch ein kurzes Gespräch, und die sagte sozusagen, Mensch, ich freue mich so richtig, wie viele Initiativen wir mittlerweile auch von unseren Mitgliedern kriegen und wie viel Spaß es macht, hier zusammen auf dem Acker zu stehen und zu arbeiten, obwohl es eben so ein scheißverregneter Juli war und es irgendwie genau vorher auch wahnsinnig trocken, und wie viel wir jetzt gerade vom Acker runterholen. Das ist gerade einer der schönen Momente, die ich mitgenommen habe, ja. Danke.
Oh, das fällt mir gerade ein bisschen schwer, weil ich dazu sagen muss zu dieser Hofgründung, dass ich nicht mehr Teil dieser Gründungsgruppe bin. Also das ist auch so ein soziales Scheitern, habe ich jetzt auch einfach gerade erlebt. Von daher würde ich sagen, ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich jetzt hier sitze, aus dem folgenden Grund, weil ich mein politisches Engagement in den letzten Jahren vor allen Dingen so in dieser bäuerlichen Agrarszene verballert habe, in der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft. Und das ist so ein politischer Haufen von BäuerInnen, die so gegen die Industrialisierung kämpfen. Und deswegen würde ich auch gleich sagen, ich bin total unsicher, weil das hier nicht so meine Szene ist. Ich bin so direkten Schnack unter vielen alten Männern und dem Bauernverband gewohnt. Von daher genau, bin ich jetzt total froh, hier zu sein, immer im Netzwerk, habe mich sehr über diese Einladung gefreut, weil ich auch immer schon das Gefühl hatte, wir brauchen eigentlich auch in diesem bäuerlichen Verband der Arbeitsgemeinschaft Bäuerlichen Landwirtschaft unbedingt mehr so junge GründerInnen und so PionierInnen-Projekte und hoffe, dass wir irgendwie so diese parlamentarische, aktivistische, bäuerliche Szene mit der Solawi-Bewegung in den nächsten Jahren auch mehr zusammenkriegen, um die Schlagkraft zu erhöhen. Ich glaube, für mich ist das auf jeden Fall auch so dieser Moment, hier mit euch allen zu sitzen. Und die Solawi-Genossenschaften treffen sich in Leipzig. Das finde ich einfach unglaublich gut, weil ich sag mal, bei uns in der Roten Beete, in der Gemüsekooperative, war halt der Prozess zur Gründung der Genossenschaft sehr zäh. Also wir haben im Prinzip ungefähr 5 Jahre dafür gebraucht. Und das dann Ochala dann irgendwann auch gut hinbekommen. Und das ist so das eine, was ich gerade feiere. Und das andere ist einfach, dass ich so das Gefühl habe, dass tatsächlich so auch eben durch diese Initiative in dem Allmende Taucher und dann auch von Netzwerksseite her und mit der ABL auch zusammen halt gerade so ein Dreiergespann, sage ich mal, dabei ist, sich irgendwie die Köpfe zusammenzustecken und zu überlegen, wie können wir denn, wenn wir doch auf der lokalen Ebene schon so vieles richtig machen, sage ich mal, dafür sorgen, dass eben auch auf der Metaebene eben Dinge passieren, die die Grundbedingungen dafür, für das, was wir tun, einfach verbessern und bessere Arbeitsbedingungen vor allen Dingen natürlich für die Landwirte dann auch ermöglichen. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, so aus dem Alltagstunnel so ganz rauszukommen, weil ich bin auch, aber ich bin mega froh, dass wir die Konferenz auf jeden Fall machen. Das finde ich, kann ich dir nur beipflichten. Und glaube ich, bei uns im Betrieb ist auch gerade, dass wir aus einer, ja, ähnlich wie im Film, aus so einer Auseinandersetzungsphase kommen, wie strukturiert man den Betrieb und dass wir jetzt diese soziokratischen Organisationsmethoden ausprobieren und mein Eindruck, ich meine, es gibt Kolleginnen im Raum, mein Eindruck ist, dass wir da bislang erfolgreich das begonnen haben und ich glaube, das kann gut werden, genau, und kann zu besseren Entscheidungen führen. Genau, und da freue ich mich gerade drauf, auch wenn der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Genau, zum Feiern war es jetzt schön, dass ihr mal klatscht und in der Folge würde ich euch erstmal davon erlösen, dass ihr bei jeder Wortmeldung das tun müsst. Könnt ihr euch jetzt ganz entspannt zurücklegen und das am Ende alles dann raushauen. Genau, nehmt euch was zu trinken. Und ich würde tatsächlich auch jetzt erstmal hier bei unserem Gastgeber, ne, bei der Stadt Leipzig oder der Solawi-Szene Leipzig bleiben und dann gleich zu dir kommen, weil es ja einfach ein totaler Hotspot ist, ne, oder den es schon länger gibt. Und hier gibt es insgesamt 7 Solawis, 5 davon sogar im gleichen Dorf. Und die sind alle sehr verschieden von der Größe her. Sie bewirtschaften insgesamt ca. 30 Hektar, beliefern etwa 3000 Menschen in und um Leipzig und beschäftigen 35 Mitarbeitende. Und es hat sich intern bei uns, ich weiß gar nicht, ob das hier auch so ist, das Wort Leipziger Cluster dazu gebildet. So läuft hier intern bei uns gerade im Netzwerk. Und da würde ich jetzt gerne einmal den Blick hinwerfen. Ne? Was kann man eigentlich von euch lernen? Was kann man vom Leipziger Cluster lernen und auch diesen Fokus immer setzen? Ne? So was ist schon da und wo können wir was lernen? Und würde da einmal bei Karl dir anfangen. Die Rote Beete war ja die 2. Solawi in Leipzig und alle anderen kamen jetzt, also eine kam vor euch und alle anderen danach. Und ihr wart die erste in Seelis. Wie habt ihr die Gründung der weiteren Solawis erlebt? Mit großer Freude auf jeden Fall. Und
Ich spreche mal gleich die Kohle an, was ja die größte nächste Gründung dann nach uns quasi war, die witzigerweise genau aus diesem Konflikt, sage ich mal, der in eurem Betrieb auch bestanden hat, so, ne, sollen wir wachsen, sollen wir nicht weiter wachsen und so, eine bewusste Entscheidung von dem Großteil des Teams war, wir wollen das nicht tun und wir wollen lieber, dass viele Solarwies entstehen. Und dann ist halt ein Teil des Teams rausgegangen, unter anderem auch Jan Felix, und haben halt die Cola gegründet, um auf einer anderen, größeren Ebene das auszuprobieren. Ja, danke. das war plötzlich. Welche Auswirkungen hatte das für euch, also jetzt als Rote Beete? Natürlich schon vermehrt die Gedanken, okay, wenn wir jetzt so viele nebeneinander werden, was für Modelle gibt es da, ne? Also wie können wir kooperieren? Ich bin zum Beispiel nach Venezuela gereist und habe mir da einen kooperativen Dachverband Circus de Sola mit 20.000 Mitgliedern und mehreren Markthallen angeguckt, um zu legen, ist da irgendwas, was vielleicht übertragbar ist auf die Solarwies, und bin aber, muss ich sagen, da so ein bisschen, also es ist sehr schwer, das Modelle von dort zu übertragen. Was wir dann aber konkret umgesetzt haben, immer mehr, ist halt, dass wir uns unter den Leipziger Solarwies immer mehr halt auch getroffen haben und verständigt haben, immer auch mit diesem Konkurrenzthema vielleicht ein bisschen im Hinterkopf, dass das natürlich eine bedrohliche Sache ist, weil am Ende könnte es ja doch so sein, dass wir natürlich auch um Mitglieder oder um Arbeitskräfte konkurrieren. Und diese Leipziger Solarwie-Treffen, die wir gemacht haben, dienten halt schon auch dazu, dass wir versuchen wollen, sag ich mal, den Draht nicht zu verlieren, immer in Kontakt zu bleiben, miteinander darüber zu reden, was passiert gerade und was hat uns genervt mit dem anderen Betrieb. Ein Betrieb waren dann die Werbemethoden der Cola irgendwie zu aggressiv zum Beispiel oder so, aber das ist halt angesprochen worden auch auf diesen Treffen, und in gewisser Weise ist es halt auch ein Ventil, und ob das jetzt langfristig dazu führt, dass wir es schaffen, das zu lösen, das steht natürlich noch in den Sternen, aber es ist auf jeden Fall eine notwendige Bedingung, denke ich. Mhm. Hanno und ich, also nochmal vielleicht kurz zur Cola, alle, die die Zahlen jetzt nicht so vor Augen haben. Die Cola verteilt gerade 1200 Anteile, hat um die 1800 Mitglieder, wöchentlich 200 Probeanteile, wenn ich das richtig verstanden habe. Fand ich auch nochmal spannend, die Zahl, ne, was da passiert. So, ihr habt 35 Hektar und ungefähr 20 Vollzeitäquivalente. Was war das Ziel, als ihr die Cola gegründet habt? Ich glaube, also erstmal noch zum Leipziger Cluster oder sowas. Mhm. Ich glaube auch nochmal, ist wichtig zu betonen, die Gespräche hatten wir auch schon, dass das zur Gründung von Cola ganz wichtig war, dass es diese Netzwerke über wer hat Flächen und wer vergibt diese Flächen und so weiter gab, und dass es die Rote Beete vorher gab und dass Leute dort in der Region schon engagiert waren und dass sich sozusagen deswegen hier auch so viel ausgebreitet hat und Leute Wissen austauschen konnten über solche Dinge. Und bei uns war auf jeden Fall erstmal der Ausgangspunkt, dass es 35 Hektar gibt, und wenn man die als solidarische Landwirtschaft bewirtschaften möchte und da einen Hof drauf baut, wie viele Ernteanteile kann man dann damit machen? Und natürlich ist das so ein bisschen, spekuliert man am Anfang, ne, ob jetzt 1500 oder 2500 damit möglich sind, mit den Lagern, die wir jetzt gebaut haben und so weiter. Aber im Moment ist es bei uns nicht sozusagen geklärt, und es ist auch noch nicht akut in Frage, was wir machen, wenn wir 2500 Ernteanteile liefern würden oder sowas, weil das ist jetzt noch nicht der Fall, ja. Und das ist, wird, glaube ich, noch Teil der Debatte sein, was man dann macht, ob man dann sagt, okay, mehr Betriebe, wenn es mehr Nachfrage gibt, braucht es, und dann muss man sich multiplizieren, oder Cola macht noch mehr. Also genau, das wird eine spannende Debatte. Ich glaube, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt dafür, weil tatsächlich auch in den letzten Jahren eher, also am Anfang, als wir gegründet haben, war so der Modus, okay, alle Solarwies haben Wartelisten, und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja. Mhm. Und erstmal muss man, glaube ich, gucken, dass die solidarischen Landwirtschaften, die da sind, auch gut wirtschaften können. Mhm.
Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr dann überlegt habt oder gerade euch nach Halle so orientiert habt, nochmal zusätzlich zu Leipzig. Wie ist da der Prozess gelaufen? Oder kannst du dazu was erzählen? Ja, also wir haben angefangen, nach Halle zu liefern, hatten darüber auch interne Prozesse, ähnlich hier wie im Film, die mal besser und mal schlechter liefen. Genau, wir haben am Ende nach Halle geliefert. Es lag auch daran, dass dort solidarische Landwirtschaften sind, die heute, glaube ich, nicht hier sind, aber eben zu dem Zeitpunkt in einer schwierigen Lage waren oder es auch immer noch sind. Und man da eben darüber gesprochen hat, ist es solidarisch und ist Kola jetzt quasi der Großbetrieb, der nach Halle geht und dort mit mehr Kapazitäten für Werbung alle wegkonkurriert. Und wir hatten da eher das Anliegen, dass man sagt, okay, wir haben investiert, haben auch wirtschaftliche Zwänge, sehen unser Betriebsmodell. Ich sagen würde, in der solidarischen Landwirtschaft kann man sagen, das ist eine große Solawi. Im Betriebsvergleich ist es immer noch gerade von der Schwelle vom Kleinst zum Kleinbetrieb, ja, mit irgendwie 20 Leuten. Wir sind hier nicht der Riesenbetrieb, der alle wegkonkurriert, nur weil wir irgendwie 30 Stunden mehr in der Werbung haben. Natürlich hat es trotzdem Effekt, man muss drüber reden, aber ich glaube, die Logik auf unserer Seite war eher zu sagen, lass uns versuchen, gemeinsam für die solidarische Landwirtschaft zu werben, weil wir gerade auch nicht in dem Modus sind zu sagen, oh, wir haben schon genug Mitglieder, das läuft schon alles. Ja. Wir kommen jetzt gerade daraus, dass wir dieses Jahr oder nächstes Jahr den Verlustvortrag endlich mal sozusagen abgebaut haben. Hoffentlich. Genau, vielleicht soweit. So, und am Ende sind wir nach Halle gegangen, im Sinne von, wir haben ja eine Kooperation mit dem Konsum Leipzig, coolerweise, wo man Ernteanteile abholen kann. Auch das war wichtig, dass Konsum gesagt hat, wir haben Filialen in Halle, man kann da was abholen. Am Ende haben wir keine gemeinsame Werbekampagne gemacht, weil es auch die Kapazitäten gesprengt hat, weil auch, glaube ich, nicht genug Kapazitäten da waren, um auf einen gemeinsamen Nenner mit anderen Solawis zu kommen. Wie macht man die Kampagne? Profitieren wir alle gleichermaßen davon und so weiter? Also ja, erstmal schon mal eine gute Idee, ne, die man schon mal mitnehmen kann. Gemeinsame Werbekampagnen für die gute Sache. Nochmal zu dir, Karl. Der Almende-Taucher-Verein hat sich ja 2019 gegründet. Mit welchem Ziel? Naja, ursprünglich war das so eine Geschichte, die aus der Kola-Gründung heraus entstanden ist, mit der Idee, wenn man noch einen gemeinnützigen Verein neben dem Betrieb, nebendran, neben dem Solawi-Ding hat, dass man da vielleicht auch noch irgendwie an Fördermittel kommen kann oder eben so schon ein bisschen Art Lobbyarbeit quasi machen könnte von dort aus. Das hat aber der Kola auch einfach zu viel Kapazität abgezogen aus dem Gründungsteam und deswegen gab es dann die Entscheidung zu sagen, wir öffnen den Verein und lassen dort Platz für Leute, die sich insgesamt für die regionale Wertschöpfung erstmal, aber natürlich auch im Spezifischen für solidarische Landwirtschaft einzusetzen. Und ja, die Rolle hat der Almende dann immer mehr auch ausgefüllt. Es hat verschiedene auch wissenschaftliche Projekte gegeben, hat Forschungsprojekte in Sachsen und auch Versuche, die solidarische Landwirtschaft in die Breite zu tragen, also Veranstaltungen in verschiedenen Orten zu machen, wo es Interessierte gab und so weiter. Und jetzt speziell in Leipzig hat der Almende diese Solawi-Treffen halt immer organisiert und sich darum gekümmert und in dem Rahmen halt eben auch diese Werbekampagnen-Idee jetzt, sage ich mal, seit Anfang diesen Jahres verstärkt sozusagen immer wieder auf die Agenda und dann mit den Solawis in Leipzig gemeinsam zu überlegen, was ist davon realisierbar, was ist machbar, was wollen die Solawis, Umfragen und so weiter, alles Mögliche. Halt diesen ganzen kommunikativen Aufwand, der halt eben aus dem gärtnerischen Geschäft heraus nicht erledigbar ist. Und da möchte ich an dieser Stelle sagen, es ist ein super wichtiger Punkt, sich die Frage zu stellen, nicht nur was ist Solawi, sondern wer ist Solawi. Wir haben da so eine Vorstellung von so einem gemeinschaftlichen Riesenbetriebsding. So. Und oftmals ist es aber so, dass quasi die Produzentinnen, die dann da, sage ich mal, auf dem Acker, also hauptamtlich stehen, in vielen Fällen, sage ich mal, dann auch die sind,
die sich die Hauptgedanken über die Verantwortung, über den ganzen Betrieb, also und das heißt nicht nur den gärtnerischen Betrieb, sondern das heißt Betriebsentwicklung, Betriebsperspektiven, Kooperationsmöglichkeiten, wollen wir noch Produkte von anderen dazu kaufen, wollen wir das nicht tun und so weiter. Das ist alles ein riesiger Berg an Arbeit, sage ich mal, der zusätzlich noch da ist und der, sage ich mal, zu den ganzen Erwartungen, die Landwirtschaft halt auch noch alle erfüllen soll, noch obendrauf kommt. Und da wiegeln die meisten Gärtnerinnen einfach ab und sagen, nein, danke, ich habe jetzt keinen Kopf dafür, mich damit auch noch drum zu kümmern. Aber es gibt dann halt auch nicht so dieses, dass dann, also in seltensten Fällen, dass dann Mitglieder sagen, ja, ich kümmere mich jetzt mit einer 20-Stunden-Stelle ehrenamtlich darum, dass wir hier eine Kooperation aufbauen oder und so weiter. So, ne? Also das heißt, dieser Teil, dieser Arbeitsplatz fehlt in den meisten Solawis. Und da muss ich sagen, tatsächlich, also jetzt zum Beispiel dein Hof in Dresden, die haben da eine 20-Stunden-Stelle dafür, die sich um Kommunikation kümmert. Bei euch ist es natürlich noch viel mehr wahrscheinlich. Und also da ist schon so diese, auch aus meiner Erfahrung in der Roten Beete, es ist, wenn du Teil eines Gärtnerteams bist, unfassbar hart zu sagen, passt mal auf, Leute, ich verpiss mich heute mal. Ihr erntet jetzt hier weiter und ich gehe jetzt mal ins Büro und kümmere mich um Zukunftsgedanken und überlege mir, mit wem wir kooperieren könnten oder sonst was. Das ist in so einem nicht vertikal hierarchischen System halt unfassbar schwierig. So. Und was ist dein Plädoyer? Ist das, man müsste es einfach besser einplanen oder sollten Solawis das mehr einplanen, beziehungsweise das bezahlen ja dann die Mitglieder, ne, im besten Fall? Oder siehst du die Aufgaben dann eher bei solchen, im Netzwerk heißt das mittlerweile seit der Nascent-Forschung mit Nico Pech Systemdienstleister, also am Ende Taucher ist ein Systemdienstleister, ne, der sozusagen halt Dienste oder so Dinge tut, die die Einzelbetriebe nicht schaffen und am Ende Taucher wäre als solch einer einzuordnen. Siehst du diese Aufgaben bei solchen? Also ich sehe die Verantwortung und ich nehme sie auch an, im Übrigen, natürlich bei diesen, also beim Almende, auch beim Bundesnetzwerk, vielleicht auch ein bisschen bei der ABL, aber das Problem ist, du ruderst in der Luft, wenn du ein Systemdienstleister bist und du hast kein Gegenüber. Weil mit wem redest du denn dann am Ende? Du redest mit den Gärtnern, die sagen so, nee, danke, ich habe genug zu tun und das aus gutem Recht. Ne? Also das ist nicht deren Aufgabe, meiner Meinung nach, sondern man muss innerhalb der Solawis, so wie man es sonst auch immer macht, schafft man neuen Posten, das muss eingepreist werden und im nächsten Etat kann es dann drinstehen. Das heißt, das ist ein längerer Prozess natürlich und der muss im Einverständnis mit den Mitgliedern und so weiter wieder fest stattfinden oder so. Aber ich sehe nicht sozusagen, wenn wir Betriebe haben wollen, die flexibel genug sind, sich auf Krisensituationen und Veränderungen und vor allen Dingen auch auf mehr gemeinsames Handeln und Wirtschaften konzentrieren wollen. Also ich sehe nicht, wie wir das anders schaffen sollen. Also diese Menschen und Stellen. Jetzt doch nochmal Applaus. Genau. Für mehr Stellen und Arbeitskräfte auf den Betrieben oder halt eben für diese Aufgaben und aber auch dann wieder so zu sehen, okay, so eine Bündelung auf der anderen Seite, da ist halt auch sinnvoll. Ne? Man trifft sich dann so vielleicht so in der Mitte. Gesine, zu dir. Du hast eben noch mal zu mir so gesagt, das ist dann immer so, als wäre jetzt ein neues Thema gefunden, ne? Oder dass wir gerade denken, wir haben so ein neues Thema gefunden. Ne? Wie bestehen denn große und kleine Solawis nebeneinander? Also das ist so ein Witz gesagt. Ne? Und dass natürlich die ABL diese Diskussion schon lange hat. Also wie geht denn das Gute miteinander, unabhängig von der Größe? Zu welchen Schlüssen seid ihr denn in der ABL bisher gekommen? Er muss ja schon noch dazu sagen, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist ja auch total dezentral über ganz Deutschland verteilt und vor 40 Jahren halt im Westen gegründet, weil da halt schon klar war, da wo sich insgesamt die Agrarpolitik hin orientiert, ist dieses Credo wachsen oder weichen und wachsen halt nur im quantitativen Sinne, nicht im qualitativen Sinne und dagegen hat sich quasi die ABL gegründet und organisiert und ich finde das, also ich fand das, habe es ja immer so peripher mitgekriegt, so über meine Kontakte in Leipzig, wie zum Beispiel die Rote Beete und auch diese als Kernteammitglied in Erfurt und so, kriegt man ja dann so Sachen mit und dann immer so diese groß-klein-Debatte und ich habe mir damals schon gedacht, ja, ist irgendwie witzig,
auch jetzt diese Genossenschaftsdebatte, weil das ist ein uralter Hut. Im Westen gab es die Genossenschaftsbewegung in den 80ern, da ist richtig viel wieder reprivatisiert worden. Nicht in den ersten pionierhaften GründerInnenjahren, aber später. Da ist es oft so, dass 30 Leute ein Kollektiv aufgebaut haben und 10 sind dann, wenn es gut gelaufen ist und das Ding nicht gescheitert ist, als MillionärInnen rausgegangen, so in unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen. Also es ist auf jeden Fall eine Struktur, die sich immer wiederholt. Und dann das Gleiche im Osten, da gab es diese LPGs, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, so. Dann kam die Wende, da gab es total wenig Hilfe für diese Betriebe, sich quasi auf dem Weltmarkt von vor einer Planwirtschaft mit maroden, also vielfältig maroden Strukturen auch, umzuwandeln. Und dann sind es so Genossenschaften unter BRD-System und dann hat es da drinnen schon, auch weil keiner wusste in den 90ern, wie es wird, so Reprivatisierungsprozesse gegeben, die Genossinnen sind rausgegangen und inzwischen haben wir halt mehr Familienbetriebe, die in GmbHs zum größten Teil umgewandelt wurden und die jetzt außerlandwirtschaftliche Investoren aufkaufen. Und diese Genossenschaftsdebatte ist halt sowas, da muss man gucken und lernen aus den Dingen, die schon passiert sind, wie können wir da Sachen eigentlich ändern. Und da würde ich sagen, zum Beispiel in vielen Solawi-Sachen ist so die Entprivatisierung über Boden auch ein Thema, was hinten runterfällt, weil die Kapazitäten fehlen und die Konkurrenz um Bodenkundinnen und Fachkräftemangel ist ja auch unter jeden anderen landwirtschaftlichen Betrieben so ein Riesending. Auch die Kundin, also 17% der Unverpacktläden haben zugemacht in den letzten anderthalb Jahren. So. Und das ist so was, wo ich es total spannend finde, dass diese Debatten so parallel laufen. Und ich finde es eigentlich auch nochmal spannend für dieses Cluster, was irgendwie gesagt wurde, dass man so sagt, okay, jetzt ging irgendwie um eine Werbestrategie. Und wo ich mir frage, ja, die Frage ist eigentlich jetzt in so einem Raum wie Leipzig für mich, kann man nicht untereinander in Solawi sowas wie einen Rettungsschirm machen, der einmal die Funktion hat, sich gegenseitig zu kontrollieren, weil, ich weiß nicht, ich habe mal kurz eine Frage ans Auditorium, wer kennt ein Projekt, was 10 Jahre besteht und wo es nicht krasse soziale Konflikte und harte Verletzungen und Ausscheidungen personeller Art gegeben hat. Wer kennt's? Voila. There's nobody. Ein Mensch. Ich nachher spreche ja mit dir. Genau. So. Und das ist halt diese soziale Komponente ist ja schon überfordert in einem kleinen System. Manchmal aber auch, weil die Enge, glaube ich, sehr doll da ist. Und wenn man dann aber mal guckt, okay, wie kriegt man jetzt ein Solawi-Cluster organisiert, dass da nicht das Gleiche passiert wie in der generellen Agrarstruktur, dass nämlich die Großen immer den Wirtschaftsfaktor haben, dass sie mehr personelle Kapazitäten für ihre Fründe verteidigen quasi haben. Das ist einfach so. Das ist ein Effektivierungsfaktor. Große haben eine bessere Möglichkeit, sich und ihren Betrieb zu schützen. So. Und dann ist die Frage, wie verteilt man das eigentlich um, wenn man auch Vielfalt erhalten will? Und dann denke ich mir so, ja, wenn jeder, nehmen wir mal an, wir haben 4.000 Solawi mit, also Anteile in Leipzig, dann braucht jeder Anteil nur 10 Euro im Jahr zu stellen und man hat eine 40-Stunden-Stelle, um diesen Rettungsschirm und den Prozess, den es dafür braucht, irgendwie in Gang zu bringen. Und dann sind halt, muss man sich zusammen fragen, was sind Kappungsgrößen für unsere Betriebe, dass eine Solawi dabei sein kann? Was ist eigentlich mit qualitativem Wachstum? Wir machen ohne Ende Gemüse in der Bewegung, aber wir ernähren uns hauptsächlich von Kohlenhydraten und Eiweiß eigentlich. Was ist damit los? Transparenzpflichten einzuführen, das war ja auch im Thema viel Sache. Was ist mit der Altersversicherung von Leuten, die bei uns gearbeitet haben? Landwirtschaftliche Rente, wenig Leute kommen über 500 Euro, das ist halt einfach super prekär. Was ist, wenn ein Solawi schließt und ist es nicht klar, was mit den Produktionsgütern passiert, dass es in Erfurt passiert, da vergammelt halt einfach gerade viel auf der Fläche, weil der Verein einfach andere Vorstellungen hatte als die Leute, die die Landwirtschaft gemacht haben. Also so diese Sachen wirklich zusammen in einem langfristigen Prozess und in der Zukunft zu klären, wie können wir uns gegenseitig unterstützen und kontrollieren und wer kontrolliert uns dabei, weil ansonsten gibt es ja auch dann so Sachen, dass einfach manche Leute strukturell immer den Kürzeren ziehen und da auch wichtige Leute aus der Bewegung gehen, die halt nicht mehr die Kraft haben, weil wir Leute auch wirklich konsequent immer wieder verschleißen. Das ist der Grund, warum ich Agrarpolitik mache. So. Und von daher würde ich sagen, genau, das ist irgendwie so ein Ding, wo ich mir eigentlich wünsche, dass man nicht nur die Solidarität in dem eigenen Betrieb macht, sondern eben auch untereinander. Und dafür braucht es Strukturen und personelle Kapazität und glaube auch mehr Austausch, weil viele Diskussionen auch einfach knapper mit weniger Kapazitäten geführt würden, wenn man noch mal mehr links und rechts seiner eigenen Bewegung guckt.
Zum Glück filmen wir mit, dann können wir das nachher nochmal alles mitschreiben beim zweiten Durchgucken. Aber was ich jetzt vor allem, also genau, danke für sozusagen den Spiegel ja auch nochmal. Also du bist Cola-Mitglied, das muss man noch dazu sagen. Das hat mein Mitbewohner entschieden. Ah, okay. Das hat ja gar nichts, ich wollte das nur nochmal erwähnen, dass du auch Solawi-Mitglied bist, ne? Egal bei welcher, Solawi. Und gleichzeitig ja aber dann, also ne, innen und dann aber auch nochmal diesen Blick oder diese Perspektive von der ABL hast. Und was ich vor allem mitnehme, das scheint ja recht leicht zu sein, jetzt hier in die Leipziger, ne? So 10 Euro im Jahr scheint ja, ist ja gar nicht so viel, oder? Das kriegt ihr hin. Wir sprechen uns dann nächstes Jahr wieder und dann vielleicht hat es bis dahin geklappt. Also ich fand es nur so schön, ne? Weil es ist ja super komplex und super groß und dann ja wiederum, wenn man dann sozusagen die Menge anschaut, ne? Oder die Größe, also die Menge an Menschen, die wir haben, ne? Dass manche Dinge dann eben doch wieder gar nicht so krass sind, ne? Wie sie im ersten Moment klingen. Danke schon mal für die Betrachtung des Leipziger Clusters. Ich würde jetzt einmal zu meiner Rechten gehen, weil die Zeit dann doch irgendwie, also man denkt bei der Vorbereitung, oh Gott, anderthalb Stunden, ne? Oder eine Stunde und dann geht das immer ganz schnell vorbei, wenn man so tolle Gäste hat. Ich will nochmal vielleicht kurz was zum Biohof Brinkmann sagen. Ihr habt 33 Hektar Landwirtschaft mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Diversifizierung. Dazu gehört, du kannst es gleich noch einordnen, ich nehme es jetzt erstmal so, ein Unverpacktladen, den ihr aufgebaut habt. Hofladen mit Kaffee, ein Seminar- und Urlaubsbetrieb und eine Urgetreidebackstube. Wie eben schon erwähnt, habt ihr 22 eben die Solawi Ackervielfalt gegründet mit 0,5 Hektar und aktuell 65 Anteilen, die ihr versorgt und wo ihr aber auch noch Lust habt zu wachsen. Jetzt muss ich kurz in meine Fragen gucken. Genau, und die, ich will jetzt einmal noch kurz auf die Solawi eingehen, weil es da auch, glaub ich, nochmal die Besonderheit ist jetzt hier vorne auf dem Podium, ne? Ihr habt halt eben schon landwirtschaftlichen Betrieb gehabt und habt dann eine Solawi gegründet. Genau. Wie kam es zu der Gründung und wie war oder ist das Verhältnis zum Hof? Also bei uns kam es zu der Gründung der Solawi auch mit einem langen Gedankenprozess vor. Das heißt, wir haben uns bestimmt schon 5, 6 Jahre vorher Gedanken dazu gemacht, wie auch landwirtschaftliche Strukturen eben anders gestaltet werden können und wie wir letztendlich auch als relativ kleiner, direkt vermarktender Betrieb auch die Zukunft der Landwirtschaft irgendwie mitgestalten können, weil ich komme zwar vom Hof, habe aber jahrelang auch was ganz anderes gemacht, also auch BWL studiert und habe eben in Konzernen gearbeitet, im Projektmanagement, auch im IT-Bereich. Das heißt, mich haben schon immer dann die Fragen auch in dem Moment, als ich auf den Hof zurückgekommen bin, beschäftigt, wie können wir eben auch Landwirtschaft ein bisschen anders denken. Also ich kam nicht aus dem klassischen Cluster oder aus dem klassischen Denke, einen Hof einfach so weiterzuführen, weil er aus der Tradition so weitergeführt werden muss, weil ich eben den Bruch letztendlich vorher schon einmal hatte, was ganz anderes gemacht zu haben. Und da beschäftigt man sich eben dann auch mit anderen Ideen und da waren wir auch schon lange, auch schon vor, kurz nach 2010, 12, 13 irgendwie auch schon auf den Trichter gekommen, dass wir Solawi sehr spannend fanden und haben uns da auch schon ein bisschen umgeschaut. Und dann war irgendwie 2022 auf einmal die Zeit reif, dass wir gesagt haben, komm, jetzt lass uns mal schauen, ob wir das Ganze nicht doch gestartet kriegen. Das war mehr wirklich eine spontane Idee zu sagen, lass noch mal gucken, ob wir nicht gärtnerisches Personal bekommen und dann starten wir eben eine Solawi. Und da war irgendwie für uns relativ schnell klar, dass es eine Genossenschaft werden sollte, einfach vor dem Hintergrund, dass wir gesehen haben oder auch nach wie vor sehen, dass es bei uns in der Region durchaus einiges an Potenzial auch dafür gibt, um auch wachsen zu können und einfach auch gesunde Strukturen aufzubauen. Weil es gibt in der Region durchaus schon einige Solawis, die auch alle als Vereinsstrukturen unterwegs sind und bei denen wir eben auch beobachtet haben, dass die eben auch relativ klein geblieben sind letztendlich. Und für uns war die Motivation dahinter auch mal zu sagen, den Beweis anzutreten, geht das Ganze auch ein bisschen größer und skalierbarer. Genau, man landet dann doch immer wieder bei der Größe. Ne? Es ist so schwer, nicht darüber zu reden, auch wenn man eigentlich darüber sprechen will, wie es zusammengeht. Und genau, das fällt mir nur gerade auf. Es geht um die Wirtschaftlichkeit. Also das ist, glaube ich, mein Problem auch als BWLerin dahinter. Ne? Das heißt sozusagen, ich komme da sozusagen aus einer Richtung letztendlich, wo man wahrscheinlich darüber nachdenkt, irgendwie, wie kann ich das Ganze letztendlich auch wirtschaftlich stabil machen. Genau, und die gibt es irgendwie und gleichzeitig gibt es da ja verschiedene Antworten drauf, ne, oder wie die Betriebe so dastehen und sich aufstellen.
Und ein Grund, warum du hier auch sitzt, ne, weil das war eben noch dieser zweite Themenkomplex, ne, dass euer Hof Ende im Mai 23, ne, ziemlich, ja, genau, ziemlich getroffen wurde. Magst du davon ein bisschen erzählen und wie das, welche Rolle jetzt auch die Sola wie in dem Ganzen steht oder ja, wie das euren Betrieb verändert hat? Ja, sehr gerne. Also wir hatten, es waren jetzt im Mai, Ende Mai 2023 das Problem, dass uns das ereilt hat, was sozusagen eigentlich, wovon wir alle reden, was aber keiner erleben möchte, nämlich eine Sturzflut. Das heißt also, wir hatten sozusagen knapp irgendwie 95 mm Regen in 20 bis 30 Minuten, die letztendlich bei uns sozusagen auf einem Fleck letztendlich runtergekommen sind und die dazu geführt haben, dass anschließend die gesamte Hoffläche 1,5 Meter unter Wasser stand und inklusive Schlamm und Feinboden und alles, was letztendlich abgeschwemmt wurde. Was sozusagen dann auch dazu geführt hat, dass sozusagen natürlich der unverpackte Hofladen und alles, was wir an Infrastruktur hatten, auf einmal nicht mehr da war. Die Solabi-Fläche hat es nicht betroffen, die war hoch genug, da ist die Flut dran vorbeigerauscht, Gott sei Dank. Aber eben der Rest sozusagen von der Basis, auf der wir bisher Landwirtschaft betrieben haben, war eben de facto nicht mehr da. Also quasi komplett in 20 Minuten auf null runtergesetzt. Genau, und dann steht man da und denkt sozusagen, was machen wir jetzt? Und es ist heilfroh, dass wir vorher schon die Entscheidung getroffen haben, eben auch sehr stark zu diversifizieren und eben auch eine Solawi schon mit aufgebaut haben, die jetzt da ist und die sozusagen jetzt schon eher in die Rolle reinwächst, der wir sie eigentlich zugedacht haben, nämlich irgendwann eine Nachfolgeregelung für so einen kleineren landwirtschaftlichen Betrieb letztendlich zu sein. Das heißt also, wir probieren jetzt das aus, was wir uns vielleicht für irgendwann mal in 10, vielleicht 12 Jahren angedacht haben, dass da die Solawi eine führende Rolle eben in der Nachfolge letztendlich einnehmen kann. Das probieren wir jetzt eben schon aus. Und ich muss einmal dazu sagen, eine führende Rolle insofern Nachfolge, dass wir ein relativ kurioses oder ein außergewöhnliches Konstrukt gewählt haben bei der Hofübergabe. Und zwar, dass meine Eltern eben an uns drei Geschwister übergeben haben letztendlich. Was wir zu dem Zeitpunkt, als wir übernommen haben, sagen, ist eine super Idee. Wir verstehen uns alle gut und wir machen das irgendwie zu dritt. Aber auch da gibt es dann eben letztendlich unterschiedliche Lebensmodelle, unterschiedliche Lebenswege, die sich dann auch auseinander bewegen und wo man dann irgendwann steht und sagt sozusagen, naja gut, wer kann jetzt eigentlich noch was mit dem Hof anfangen und mit dem, wie es weitergehen soll letztendlich. Und auch das war sozusagen ein Beweggrund dahinter, zu sagen, irgendwie für den Hof auch mit den drei unterschiedlichen Lebensentwürfen der Eigner eben ein Modell zu finden, mit dem trotzdem weiter nachhaltig Landwirtschaft eben betrieben werden kann. Und kann man sich da irgendwie darauf vorbereiten oder jetzt, wo es passiert ist, ne, denkt man so, ja, ne, kann man sich darauf vorbereiten, kann sich eine Sola wieder nochmal anderes da vorbereiten als der Betrieb ohne Mitglieder, ne? So kann man, was können wir da als Bewegung aus solchen Fällen jetzt lernen? Also ich glaube, vorbereiten, also auf das Ereignis an sich vorbereiten, glaube ich, funktioniert nicht. Weil ich meine, es gibt Hochwasserkarten überall, es gab Hochwasserkarten des Kreis Lippe, die vorausgesagt haben, bei uns vorne auf dem Hof, im Hofladen, 20 Zentimeter Wasser ist schon das Maximum bei einem Starkregenereignis. Gut, das hat das Ganze jetzt ziemlich getoppt. Also von daher haben wir uns schon vorbereitet. Also wir sind sozusagen vorher auch in Diskussionen eben mit der Stadt eingestiegen und haben gesagt, wie können wir Gewässer renaturieren, was können wir machen, wie können wir Sachen offenlegen, um einfach auch sozusagen auch diese 20 Zentimeter nicht passieren zu lassen. Insofern, glaube ich, kann man sich schon vorbereiten, auch mein Team, die uns jetzt natürlich auch auf den Flächen oder auch mit den Nachbarn eben beschäftigen, ist, wie kann man eben auch die Folgen von Sturz, Fluten und Starkregenereignissen einfach abmildern. Und es gibt ja relativ einfache Modelle, wir müssen eben nur die Kollegen und die Landeigentümer eben an einen Tisch bekommen, um eben das Thema regenerative Landwirtschaft und eben letztendlich Agroforster an der Stelle voranzubringen, um eben eine gewisse Wasserretention auch hinzubekommen. Die Pläne sind eigentlich relativ klar und das war uns auch nach der Sturzflut, oder das war auch eigentlich vor der Sturzflut, waren wir schon dran, eben Agroforstsysteme nur eben auf unseren Flächen zu planen. Nur nach der Sturzflut stehst du und denkst, nee, eigentlich brauchen wir jetzt hier gerade eine Art Flurbereinigung 2.0 und müssen eben entlang der Höhenlinien wirklich großflächig Agroforstsysteme hier aufsetzen und eben auch mit den Kollegen Maßnahmen eben ergreifen, um jetzt hier auch regenerative Landwirtschaft eben letztendlich auch anzugehen. Weil das ist jetzt sozusagen genau der Prozess, in dem wir drin sind und wo wir eben jetzt auch drin stecken und sagen, wie kriegt man letztendlich dann eben sowohl ökologische als auch konventionell wirtschaftende Kollegen zusammen, um letztendlich dann auch großflächlich Prävention zu betreiben letztendlich, weil das ist nicht das, also meiner Meinung nach werden wir nicht in 100 Jahren das nächste Hochwasser haben und das kann überall passieren. Hm.
Also auch hier nochmal eigentlich das Fazit, ne? Also hier braucht es runde Tische allein oder wie man das auch immer nennen mag, ne? Aber irgendwie Bündelung von Solavis und Kapazitäten eigentlich da die Dinge gemeinsam zu denken und gut zu machen, aber natürlich eben auch, wie du sagst, eigentlich auf so einer anderen Ebene noch, wo es um Eigentum geht, wo man auch die Leute mitnehmen muss, die nicht Solavi machen oder auf einer höheren Ebene, weil... Genau, da muss man auch ansetzen. Ja, ich glaube, es geht nur miteinander. Also es geht eben ums Reden miteinander und es geht darum, eben entsprechend auch in der Region diejenigen, die eben zusammenarbeiten müssen oder die sozusagen letztendlich zusammen wirksam werden können, an einen Tisch zu bringen und zu sagen, wie können wir da letztendlich dem Ganzen gemeinsam begegnen. Und das ist ja das, was uns so viel Nerven kostet, ne? Dass wir miteinander das alles machen und managen. Da kommen wir wieder so ein bisschen zum Film zurück oder zum Anfang zurück. Ich würde jetzt gerne einfach nur, wenn du magst und willst und so Nick fragen, ne, möchtest du noch, bei euch ist es schon aktuell, ne, weil es dieses Jahr war und bei Nick und dem Biotop Oberland ist es aktuell, weil es letzte Woche war, vor 2 Wochen. Und magst du noch kurz, also nur wenn du magst, ne, sagen, wie es euch geht und was euch gerade hilft oder was ihr vielleicht auch noch braucht von uns, wenn wir schon mal alle hier beisammen sind, darfst du dir was wünschen. Hallo. Ja, servus. Ich bin der Nick von der Biotop Oberland EG. Wir sind 450 Mitgliedshaushalte, die 50 Lieferwochen im Jahr mit Gemüse versorgt werden. Wir haben eine stabile Größe erreicht. Wir können annähernd faire Teamgehälter zahlen. Es läuft ganz gut. Wir sind als Genossenschaft organisiert und vor 2 Wochen hat uns ein sehr starkes Hagelereignis überrollt. Das hat die komplette Gärtnerei verwüstet. So ein Hagel hat es zuletzt vor 50 Jahren gegeben. Die ganze Region ist schon, ja, man kann schon fast sagen, traumatisiert. Es gibt kein anderes Thema mehr. Es wurden Autos zerhagelt. Es hat ausgeschaut wie nach dem Krieg. Bin in die Gärtnerei gekommen. Wir haben 2,5 Hektar, 2 Hektar Freiland und 1600 Quadratmeter geschützter Anbau, nicht geheizte Foliengewächstunnel. Die Foliengewächstunnel waren komplett durchlöchert und das Freilandgemüse war komplett gehäckselt. Das Ereignis hat 10 Minuten gedauert. In 10 Minuten wurden 6 Monate Arbeit von den Gärtnern komplett zerstört und das war für uns in dieser Dimension, haben wir uns da nicht darauf vorbereitet. Die letzten Hagelereignisse sind eigentlich immer ganz gut an uns vorübergegangen und wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da in einem geschützten Bereich sind. Aber ich glaube, Fakt ist, es gibt für die Zukunft keine Sicherheiten mehr und keine geschützten Bereiche. Es kann alles überall passieren und mit Hagel ist der Spaß einfach vorbei. Wenn Tennisball, große Bälle vom Himmel fallen, die gefroren sind. Da gibt es nicht mehr viel, was du machen kannst. So dramatisch, wie das Ganze ist, wir sind relativ positiv gestimmt, weil wir jetzt gerade einen enormen Boost erfahren an Solidarität, einmal aus unserer Mitgliedschaft heraus. Die Mitglieder stehen hinter uns. Ich habe über 100 E-Mails bekommen, wo eigentlich nur drin steht, wir schaffen das und ihr macht so einen super Job, ihr macht so tolles Gemüse. Wir stemmen das als Gemeinschaft. Wir haben verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, wie die Mitglieder sich oder das Ganze stützen können. Einerseits durch Mithilfe bei dem Gewächshausaufbau. Wir haben jetzt die Woche die Gewächshäuser neu foliert. Innerhalb von 2 Tagen 6 Gewächshäuser neu bezogen. Wir haben mit 5 Tagen gerechnet, weil so viele Helfer mit unterstützt haben. Wir haben Spendenaufrufe gemacht, die intern schon auf sehr große Resonanz gestoßen sind, die auch extern geteilt wurden. Das Kartoffelkombinat hat den Spendenaufruf geteilt, was dann unsere Spendeneinnahmen innerhalb von ein paar Tagen gleich verdoppelt hat. Wir sind jetzt schon bei rund 20.000 Euro, die wir über Spenden eingenommen haben, innerhalb von kürzester Zeit. Und für einen vermarkteten Betrieb wäre das jetzt wahrscheinlich erstmal das Ende gewesen. Und für uns als Solavi, durch die Unterstützung der Mitglieder, aber auch durch das Netzwerk, können wir das tragen und werden wahrscheinlich auch relativ viel davon wegpuffern können. Das heißt, es wird jetzt die nächsten 4 Wochen reduziertes Gemüse geben. Es haben viele Mitglieder ihre Kiste ausgesetzt und danach gehen wir fast davon aus, dass wir wieder den wöchentlichen Lieferrhythmus wieder aufnehmen können, nur mit weniger Gemüse, aber immerhin.
Und das ist der Gemeinschaft und dem Netzwerk zu verdanken. Und da ist auch nochmal riesiges Potenzial, auch bei den Themen hier, sich zu vernetzen, als Gemeinschaft zusammen, auch als vernetzte Solawis zusammen daran zu arbeiten oder zu schauen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Und wenn jeder auch nur einen Bruchteil oder einen ganz kleinen Teil dazu liefert, mitzuhelfen, dann ist das schon gigantisch für so eine Initiative. Wenn wir jetzt einen deutschlandweiten Aufruf über das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft gemacht hätten, dann wären die Spendenaufrufe wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Haben wir bewusst nicht gemacht. Wir wollten jetzt mal gucken, wie es quasi in unserem regionalen Netzwerk funktioniert. Wir haben Rücklagen, wir können das schon gut wegpuffern. Aber wenn das jetzt existenzgefährdend ist für Betriebe, ist das schon eine Riesenchance. Und da in die Kooperation zu gehen, miteinander Lösungen zu finden oder miteinander Sicherheiten oder Backups zu erstellen, das sehe ich da als sehr zukunftsträchtig an. Und als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, da ist für uns das ist der Schlüssel. Ja. So können wir Landwirtschaft für die Zukunft zukunftsfähig gestalten und uns auch gegen solche Katastrophen absichern, weil Versicherungen kann es ja nicht sein. Versicherungen sind die Menschen. Ja. Ja, danke für den Bericht auch nochmal. Und genau, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ne? Das, was wir jetzt gerade anscheinend schon gut hinbekommen für einzelne Betriebe, wenn es denn so ist, gilt es ja dann eigentlich also systematisch anzugehen und so zu organisieren, dass es dann halt auch für mehr, wenn es mehr werden, für mehr funktioniert. Und das ist jetzt, glaube ich, auf jeden Fall unsere Aufgabe als Netzwerk und auch ja, für die ganzen lokalen Initiativen und Regionalgruppen, die es gibt und die ihr bildet. Und genau, 10 Euro von jedem Mitglied für eine Person. ich würde jetzt noch einmal öffnen die Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich bin sehr froh, dass wir morgen diese ganzen Themen, die wir jetzt eigentlich nur ja, kurz streifen und anschneiden konnten, morgen zu vertiefen. Und da melden sich schon die ersten für Fragen. Also ich würde denken, dass wir jetzt für den offiziellen Teil vielleicht noch so 2, 3 Fragen hören können. Morgen dann in aller Ausführlichkeit mehr. Und genau, weil ich noch einen kleinen Abschluss mit euch vorhab, den würde ich auch noch gerne machen und dann kommen wir mit ein bisschen Verspätung vielleicht raus. Aber ihr seid noch ganz, ihr kommt mir noch sehr wach vor. Christoph. Also ich weiß nicht, wer es gehört hat, in Frankfurt wurde ja auch der Flughafen zu. Wir hatten 50 Liter pro Quadratmeter in 10 Minuten. Und was du gesagt hast, versichert, also wir waren versichert, weil wir ein Gewächshaus der Stadt Frankfurt gepachtet haben. Und man kann Versicherungen abschließen in unterschiedlichen Höhen. Also wir haben, glaube ich, den Quadratmeter mit 35 Euro versichert gehabt und haben jetzt, wir haben fast abgeerntet gehabt, sind gerade am Räumen und haben noch 13.000 Euro von der Versicherung also bekommen. Das heißt also, wer sich versichert, also wir hatten mega Glück, weil wir eigentlich abräumen wollten, um die Kulturen jetzt für den Winter gut reinzubekommen und dieses Jahr früher. Und also ich kann das schon empfehlen, sich zu versichern. Also ich bin da total d'accord, das wird, also es wird immer mehr und es wird immer häufiger. Und also bloß der Punkt, dass man nicht irgendwie was machen muss, sondern dass man kann es mit 12 Euro pro Quadratmeter oder so versichern. Und ich glaube schon, dass das zukünftig ein Thema wird. Ja, danke nochmal für den Input. Auch das vielleicht ein Thema, oder ne, ihr habt alle, vielleicht kannst du nochmal aufstehen, dann wisst ihr, wen ihr morgen oder später noch zu guten Versicherungen oder Versicherungspolicen befragen könnt. Genau, ich lasse jetzt einfach Moritz das Mikrofon drunter tun und wer das Mikro hat, darf eine Frage stellen. Okay, danke schön. Aber halt noch 2. Gut. Also was mich auf jeden Fall sehr angesprochen hat, war dieses Thema Flurbereinigung 2.0 und die Frage darin, die ja da irgendwie auch rauskommt, ist so, also wie schaffen wir das eigentlich auch so über diese Solawi, also wir lösen als Solawi ein Problem, ne? Dahin zu kommen, dass wir irgendwie auch die Politik oder halt so, also lokale Politik und vielleicht auch überregionale Politik da
auch noch irgendwie mit ins Boot holen. Und diese ganzen verschiedenen Landeignerinnen halt irgendwie auch noch mit einbeziehen. Ne? Also so, weil in Leipzig, da gibt es halt diesen Prozess jetzt schon so ein bisschen. Und für mich ist jetzt so die Frage, also ist das so ein Thema auch schon in dem Netzwerk? Also, dass man halt ja bewusst auch schon als Netzwerk auf verschiedene politische Instanzen so zugeht, eben sich so klimatisch irgendwie so ein bisschen besser vorzubereiten, mehr Agroforstsysteme oder so, also die halt die landwirtschaftlichen Betriebe auch schützen, zu installieren oder da dafür Lobbyarbeit zu machen. Das, das war jetzt meine Frage. Mhm. Simon kann mich ja ergänzen. Genau, also wir ergreifen jede Chance, die wir können, ne, um irgendwie uns politisch bekannt zu machen. Und das Schöne ist, dass es auch mittlerweile, also dass man auch da merkt, ne, uns gibt es jetzt 2011, ne, sind jetzt schon mehr Jahre, 12 Jahre, dass man auch mittlerweile angerufen wird. Ne. Ist jetzt nicht ganz die Lobbyarbeit, aber wo heute zum Beispiel die Anfrage reinkommt, ob wir fürs BMEL Förderprojekte, die ausgeschrieben haben und wo wir uns zeitmäßig gar nicht bewerben konnten und das jetzt auch nicht so gepasst hat für uns, wo die uns angefragen als Gutachterin. Ne. Und da habe ich heute, ne, wenn ich über meinen heutigen Feiermoment nachdenke, außer dem, was halt hier gerade passiert, ne, dann denke ich so, wir sind auf jeden Fall in den Köpfen drin und wir ergreifen sozusagen die Möglichkeiten, die wir haben. Ne? Wir haben jetzt eine Stellungnahme geschrieben zum Thema Obst- und Gemüsebaustrategie und sowas nutzen wir schon und sind gleichzeitig aber auch einfach noch so klein, ne, dass wir sozusagen diese proaktive Lobbyarbeit dann auch, ne, das ist ja dann auch wieder ein sehr man braucht ja für diese ganzen Themen eigentlich Expertinnen, ne, die dann dazu genau arbeiten, ne, was braucht es da und was braucht es auf der sozialen Ebene, Hofnachfolge, ne? Also wir könnten wahrscheinlich ja schon 10 Leute einstellen, um diese sozusagen verschiedenen Felder der Lobbyarbeit zu bearbeiten und das schaffen wir halt nicht, ist die ehrliche Antwort, ne? Und genau, die ABL, und da kommen wir ja dann eher auch wieder da zu dem Punkt zu sagen, ne? Eigentlich geht es auch bei uns darum, dass, ne, dass wir gucken, mit wem können wir kooperieren. Das tun wir mit der ABL sehr gerne und in den Möglichkeiten, wie wir die halt beide haben. Und haben jetzt auch die Stellungnahme der ABL zur GAP-Reform unterschrieben und so. Ne? Also wir versuchen uns da auch zu verbinden und zu vernetzen. Aber zu dem speziellen Thema gab es jetzt noch keine Stellungnahme von uns. Aber komm gerne, also wenn du jemanden kennst, ja, der ehrenamtlich noch einsteigen möchte. Ja, aber der Tipp, also mit der Baumland-Kampagne oder so von der ABL ist natürlich gut, also dass da eigentlich ja auch querlinks, ja. Wenn mit durch die Kooperation eigentlich gut gehen, ja. Okay. Wolltest du dazu noch was sagen? Ich selber habe jetzt nicht so viel mit Solavis am Hut, aber meine Frage würde so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Wie begegnen euch denn Politik und Bürokratie? Also ich finde das eine ganz spannende Idee. Wird das eher gefördert oder legt ihr euch eher Steine in den Weg? Vielleicht will jemand aus der Praxis dazu. Also ich kann jetzt nicht für die Bundesebene sprechen oder so, aber aus Sachsen haben wir auf jeden Fall jetzt dieses Jahr schon so ein paar Erfahrungen sammeln können. War eigentlich auch im Jahr davor schon so langsam. Aber mein Eindruck ist, dass es in dem Ministerium, weil wir haben ja gerade zufälligerweise grünen Landwirtschaftsminister in Sachsen und das führt schon so ein bisschen dazu, dass in dem Ministerium halt eine gewisse, sage ich mal, Zugewandtheit zu der Thematik Solavi und also ich sag mal, die Zahl der Fördertöpfe und Initiativen, die sich für regionale Wertschöpfung jetzt irgendwie in Sachsen auf verschiedensten Ebenen einsetzen sollen und tun, ist einfach mittlerweile riesig groß. Die Frage ist halt, verpufft das alles in der Luft? Aber auch unser Projekt ja, ist ja finanziert worden vom Land Sachsen noch jetzt bis nächsten Mai. Und wir hatten dann zum Beispiel Treffen mit der Referentin für Ausbildung im Ministerium, dann dazu noch eine Person, die aus die entsprechende Stelle halt im Landwirtschaftsamt halt besetzt. Und dann hatten wir die Solavis eingeladen, sachsenweit, und dann gab es halt ein Treffen mit denen. Wir konnten Fragen dazu stellen, warum manchmal Anerkennung von Arbeit in Solavis nicht so einfach ist, in Bezug darauf dann eine staatliche Prüfung machen zu können.
Was gibt es da für Hürden? Wo sind die Stellschrauben? Wo kann man einwirken auf die Inhalte der Ausbildung? Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, so, ne, was da überhaupt unterrichtet wird. Was gibt es für Möglichkeiten, die freie Solawi-Ausbildung quasi die selbstorganisierte zu unterstützen und so weiter. Also wir haben schon das Gefühl, dass die so ein bisschen offen sind und erstmal gucken, wer wir sind, was wir machen, was wir wollen und so. Und wir haben da jetzt so ein Zeitfenster, wie ich das sehe. Und weil wenn jetzt, sage ich mal, die grüne Regierung, die kann nächsten Herbst halt dann in Sachsen auch wieder weg sein. Und es kann halt sein, dass dann gleich, ne, wenn das dann wieder CDU besetzt ist oder sogar AfD, wer weiß, dann sieht das natürlich gleich wieder völlig anders aus. Deswegen plädiere ich dafür, jetzt schnell zu arbeiten. So, also, ja, also. Und ich würde das jetzt nochmal so generell für den Agrarbereich auch nochmal skizzieren, dass wir ja einfach so ein krasses Problem in der Landwirtschaft haben, dass alle Höfe, ob sie nun solidarisch wird, also ob das Vermarktungskonzept solidarische Landwirtschaft heißt oder Direktvermarktung oder Großhandel, Weltmarkt, wie auch immer, dass das Problem ist, dass ja das eigentlich unternehmerisch läuft. Also du als Produzentin bist dafür verantwortlich, was mit deinem Betrieb läuft. Und gleichzeitig ist das der Bereich in unserer jetzigen Wirtschaft, der am krassesten und die meisten Vorgaben gibt, wo sich ständig viel ändert und was auch zu einer krassen Arbeitsbelastung von allen Leuten in der Landwirtschaft führt. Und wir haben nicht für umsonst die höchsten Suizidraten in Frankreich und Deutschland unter Bauern. Das brauche ich in dem Fall jetzt auch leider nicht gendern. So. Und das ist halt so eine Problematik, die krass strukturell ist und wo die Solawis ja ausscheren, indem sie versuchen, einen Teil der Zivilgesellschaft mit einzubauen, um diese ganzen krassen Druckpunkte abzupuffern. Und das finde ich total spannend, weil ich so das Gefühl habe, die Solawi-Bewegung baut so ganz viele Freiräume auf und die Freiräume sind nochmal irgendwie auch transformatorischer, wenn dann die Kapazitäten dafür da sind, was irgendwie dieses Ausprobieren von anderen Wirtschaften ist, wo es nämlich einfach um Grundbedürfnisse geht. So. Und gleichzeitig ist es ja so, dass ich in der ABL aktiv bin und da ist der Weg, der politische, nochmal ein anderer Weg, weil da viel parlamentarisch gearbeitet wird. Es gibt auch viel Aktion, viel Öffentlichkeitsarbeit, also so viel, dass halt Leute im Ehrenamt mit ein paar Angestellten halt irgendwie machen können. Und da geht es uns ja darum, Rahmenbedingungen zu verändern. Zum Beispiel Eigentumsverhältnisse, wie sie jetzt sind, krass zu hinterfragen und zu sagen, das führt uns einfach noch tiefer in die Krise. Also Eigentum ist eine ganz krasse Sache, die auch viel Potenzial verhindert. Und da schrauben wir an der progressiven Grunderwerbssteuer rum, dann versuchen wir Agrarstrukturgesetze in Ostdeutschland reinzukriegen. Die Gemeinwohlverpachtung könnten in jeder Kommune irgendwie von auch Mitgliedern von Solawis angegangen werden. Also was wir brauchen, ist, glaube ich, jetzt nochmal, um diesen Zukunftsblick zu machen, dass wir uns da besser vernetzen, weil die Solawis könnten von besseren Rahmenbedingungen in der Politik profitieren. Die ABL könnte aber auch mit einer besseren Vernetzung zu den Solawis viel besser politischen EntscheiderInnen zeigen, was schon alles geht. Und diese Symbiose mit dem System, die halt Verbände viel machen, mit den Freiräumen zusammen zu zeigen, das ist eigentlich der Weg, den wir einschlagen müssen. Das ist, glaube ich, gut, wenn wir das noch besser machen, um zum Beispiel auch viele bürokratische Hürden abzuschaffen. Weil es ist cool, wenn die Solawi-Szene immer weiter wächst, Stück für Stück. Aber wenn wir das hektartechnisch auf die Agrarstruktur Deutschlands und Europas sehen, dann ist das nicht ausreichend für die Krisen, wie schnell sie jetzt kommen. Und deswegen ist einfach mein Wunsch und die Einladung an euch, alle Betriebe, die da sind und eure NachbarInnenbetriebe, werdet Mitglied in eurem bäuerlichen Verband. Ich mache jetzt nicht nur für meinen Werbung, aber dass es da eine bessere Vernetzung geht und ihr auch mehr mitkriegt, was alles läuft, weil wir könnten euch alle gut gebrauchen als noch einen Akteur und da gibt es bestimmt eine ehrenamtliche Person in jeder Solawi, die Bock hat, ab und zu mal das Solawi-Gesicht in guter Absprache vorher zu sein und sich am Ministeriumtisch dann einfach hinsetzt und sagt, wir finden das übrigens auch gut. Weil der Deutsche Bauernverband einfach eine krasse Lobby ist und wir müssen da mit Vielfalt dagegen agieren. Da gibt es auch gute Sachen, die schon passiert sind. Auf lokaler Ebene, auf Landesebene. Und deswegen ist einfach mein Wunsch, dass wir uns da mehr mit Bürokratieaufbau und solidarem Strukturaufbau zusammen beschäftigen. Genau, und wenn ihr dafür Material braucht, dann könnt ihr gerne ins Handbuch Solidarische Landwirtschaft schauen. Da gibt es nämlich ein ganzes Kapitel zum Thema politische Forderungen. Und genau, die könnt ihr dann gerne mitnehmen, wenn ihr euch in der Kommune oder mit der ABL zusammensetzt. Dann könnt ihr das zusammenschmeißen. Also auch da gibt es schon was und ihr müsst euch das nicht selber neu ausdenken, was jetzt gut wäre für Solawi.
Und bevor wir jetzt hier so langsam rauströpfeln, würde ich, ich danke für die vielen guten Schlusswörter, die jetzt schon gefallen sind, deswegen brauche ich da nicht so viel zu sagen. Und was ich jetzt aber gerne mit euch machen würde, ist einmal, genau, erst nochmal danke, ne, dass ihr hier vorne bei mir wart, danke, dass ihr noch so lange da wart und dass ihr auch Fragen eingebracht habt. Wir werden morgen das weiter bearbeiten und weiter treiben. Und ich entlasse euch aber nicht, ohne dass wir uns jetzt nochmal utopisch aufladen, weil auch das ist ein Thema, ne? So genauso wie das Feiern ist auch das utopische Aufladen nicht so üblich, ne? Weil wir immer, wie gesagt, in unserem Alltagsding drin sind und von den Problemen vor allem oder den Herausforderungen sprechen. Und genau, jetzt muss ich, und die Frage ist eben, was ist das größte utopische Potenzial von? Und das üben wir jetzt einmal kurz, das ist tatsächlich, glaube ich, hilfreich und verkürzt das Gesamte, den gesamten Abschluss, wenn wir es einmal üben. Was ist das größte utopische Potenzial von der Deutschen Bahn? Einmal zum Üben, ihr dürft jetzt einfach eine Idee, die euch spontan kommt, reinwerfen. Die Idee muss gar nicht realistisch sein, weil darum geht es ja bei Utopien nicht. Das Potenzial gibt auch manchmal genau in diesen fantastischen Ideen. Die Ideen können aufeinander aufbauen und das bedeutet, dass ihr immer ja uns sagt am Anfang, wenn ihr einen Begriff reinwerft oder eine Sache. Und genau, das Beispiel ist jetzt gerade einmal kurz für 3, 4 Beiträge, die Deutsche Bahn. Was ist das größte utopische Potenzial der Deutschen Bahn? Ich sage, das Verkehrsmittel, das am meisten genutzt wird und? Ja, und? Ein Euro-Ticket. Jedes Dorf hat einen Anschluss in 10 Minuten zum nächsten Bahnhof. Ja, und? Ah, ja, und? Glühstreifen. Glühstreifen bei der Deutschen Bahn. Ja, und? Elektrifizierung. Super, ich glaube, das reicht an der Übung und dann reichen wir es bei der Deutschen Bahn auch noch ein beim nächsten runden Tisch. Genau, und jetzt ist eben ja die eigentliche Frage, ne? Was ist das größte utopische Potenzial der solidarischen Landwirtschaft und unserer Bewegung? Alle sind eingeladen, einfach reinzuwerfen. Kreative Lösungen für Krisen. Ja, und? In jedem Dorf seine Solavi. Ja, und? Supermärkte. Eine Landwirtschaft für Nachhaltigkeit und für Artenvielfalt. Gutes Essen für alle. Ja, und faire Löhne. Für alle. Die Löhne brauchen wir nicht mehr. Geld teilen wir uns. Jede Schule eine Solavi. Solavi für Kinder. Ja, und dass man lernt, Konflikte auf Augenhöhe und solidarisch auszutragen. Ja, und die Solavi ist nicht nur Dienstleister. Ja, und Solavi als das normale Modell. Das nehme ich als letztes. Solavi jetzt das Normale. Vielen, vielen Dank euch. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr mit mir hier wart. Und gute Nacht und gut heim.